Wir schauen uns heute nochmal Bitcoin an. Ich werde euch eine konkrete Marktanalyse bieten. Gerade auch kurzfristig, denke ich, wird es ziemlich interessant sein, wie sich Bitcoin verhalten wird, da wir jetzt auch in den vergangenen Tagen schon wieder einen kleinen 5%-Pump hatten bei Bitcoin. Um nochmal alle abzuholen, habe ich nochmal hier den BLX-Chart von Bitcoin. Wie wir hier sehen, haben wir die 11-Jahres-Widerstandslinie, die ich euch mal hier eingezeichnet habe. Hatte ich auch schon im letzten Video angesprochen, dass sich hier in diesem Triangle jetzt momentan viel zuspitzt und wir uns relativ am Ende dieses Triangles befinden und ich mir gut vorstellen könnte, dass wir die nächsten Wochen hier diese weiße Widerstandslinie durchbrechen und uns hier vielleicht nochmal die Bestätigung holen und dann tatsächlich ja aus diesem ewigen Bärenmarkt ausbrechen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Tage und Wochen den Boden bei Bitcoin sehen werden oder eventuell auch schon gesehen haben. Um jetzt Bitcoin kurzfristig zu betrachten, habe ich hier nochmal auf Daily Basis ein kleines Descending Wedge eingezeichnet. Die Frage natürlich, ob man das so präzise nehmen kann. Ich habe tatsächlich hier oben nur 2 Kontaktpunkte und unten auch nur 3 Kontaktpunkte. Jedenfalls sehen wir hier kurzfristig auf jeden Fall einen schönen Uptrend, wo auf jeden Fall Bitcoin einige Supportpunkte gefunden hat. Wir können auch mal in Hourly gehen. Hier sehen wir tatsächlich, dass er hier stark zu kämpfen hat, aber dann schlussendlich dann trotzdem nach oben geschafft hat auf die 17.300. Daher denke ich, dass es auf jeden Fall ein valider Widerstand ist hier unten und wir definitiv hier auf der Unterkante des Widerstands regelmäßig kleine Trades setzen können. Das wäre auch so jetzt die Strategie von mir gewesen, wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen. Nur nochmal zum Verständnis, ich habe hier oben noch eine rote Widerstandslinie eingezeichnet. Da hatten wir halt auch in der Vergangenheit starke Kontaktpunkte, wo Bitcoin einfach Schwierigkeiten hatte, drüber zu kommen, beziehungsweise in der Vergangenheit hat es auf jeden Fall als starker Support gedient. Und da wäre jetzt meine Trading Opportunity, dass ich sage, okay, ich mache hier einen Trade auf, sobald Bitcoin sich hier nochmal eine Bestätigung holt und dann nochmal Richtung den 18.100 Dollar kommt. Ja, um das Ganze mal abzumessen, wären es tatsächlich dann nochmal ja, schöne 6%, die wir hier mitnehmen könnten. Mit einem ordentlichen Hebel geht da einiges. Und deshalb wäre das auch genau meine Hoffnung momentan, dass Bitcoin einfach nochmal zurückkommt, sich die Bestätigung holt, gerade auf dem schönen Widerstand hier und dann weiterhin nach ausbricht. Und wir sehen es auf Daily Basis bei Bitcoin auch relativ schön, dass wir gerade, wenn wir hier die EMA Ripple mal einzeichnen, ist er jetzt gerade mit der aktuellen Daily Candle über den 8. EMA geflippt. Und natürlich, wenn er das Ganze hält, weiterhin nach oben ausbrechen, vielleicht mit einer Bestätigung ja, auf der Oberkante des 8. EMAs und dann wie gesagt weiter Richtung die 18.000 gehen. Zusätzlich zu Bitcoin gebe ich euch noch eine kleine Analyse zu Solana, da hier auch in den letzten Tagen einiges passiert ist. Solana hat tatsächlich in den letzten 10 Tagen gute 100% geschafft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage als Trader, ob sich hier ein Einstieg lohnt, beziehungsweise natürlich auch als Long-Term-Holder. Ich würde sagen, ja, definitiv, ja, weil ich finde, Solana hat den Rebound absolut verdient. Es war zwischenzeitlich einfach maximal unterbewertet aufgrund dem FTX-Crash und genau aus dem Grund sehe ich hier nochmal gute Einstiegsmöglichkeiten. Ich denke, Long-Term sowieso sind 16 Dollar wirklich super Einstiegspreise, auch wenn wir natürlich zwischenzeitlich auf den 8 Dollar waren, aber 16 Dollar sind für mich definitiv immer noch akzeptabel und jetzt als Trader die Situation zu betrachten, weil als Trader ist es dann nochmal eine bisschen andere Situation, da würde ich ganz klar hier den 0236er Fibonacci Retracement in Betracht ziehen, da wir hier einfach einen schönen Flip haben momentan, tatsächlich drüber geflippt sind und uns die Bestätigung holen und das würde ich mir einfach zunutze machen, hier eventuell einen Trade zu eröffnen. Ich gehe mal einen Hourly Chart, hier sehen wir relativ schön, wie sich Solana hier die Bestätigung geholt hat. Da könnte ich mir einfach gut vorstellen, um jetzt hier nochmal einen Stop-Loss einzuzeichnen. Ich würde hier knapp drunter meinen Stop-Loss setzen, circa bei 15 Dollar und was jetzt dann den Exit betrifft, also den Trade-Ausstieg, würde ich circa, um das Ganze jetzt mal hier zu bemessen, ja, tatsächlich die 25% circa mitnehmen auf den nächsten Fibonacci Retracement, wäre dann das 0382er Fibonacci Retracement, wo ich dann einfach meine Profite mitnehmen würde. Und so würde ich momentan Solana traden und allgemein auch Long-Term betrachten. Wie gesagt, Long-Term, super Einstiegsmöglichkeit. Ich denke, gerade auch als Trader bietet sich hier momentan eine wirklich super Einstiegsmöglichkeit. Um das Ganze nochmal abzuschließen, hier nochmal der Fear and Greed Index von Bitcoin, den wir momentan bei einem Wert von 26, was ich auch für relativ niedrig empfinde. Zudem wir hier tatsächlich auf 17.000 US-Dollar stehen. Klar, so reagiert nun mal der Markt. Alle haben Angst, deshalb müsst ihr solche Situationen wie hier einfach ausnutzen, um nachzukaufen. Und ja, wir kennen es alle, wenn Bitcoin hier wieder oben steht, haben wir starke Gier am Markt. Deshalb nutzt die Angst der anderen Marktteilnehmer, um jetzt einzukaufen. Und ja, betreibt Dollar Cost Averaging. Ich denke, momentan bietet es sich wirklich gut an.